Ich möchte natürlich in Wuff alles Gute wünschen für seine Karriere danach oder Leben danach. Ich war lange mit ihm im Zimmer, es war immer eine mega Garde mit ihm, habe sehr viel lernen können. Bin auch vielleicht jetzt gerade so in der Form, weil ich mit Wuff mein Zimmer geteilt habe. Und ja, alles Gute und viel Spaß weiterhin und bleib uns ein bisschen treu. Ja, Wuff, ich habe gehört, du lachst. Es tut mir wahnsinnig leid, du warst ein super Teamkollege. Ich hoffe, dass dir jetzt in nächster Zeit weniger graue Haare wachsen, wie mit uns bei der WM zum Beispiel. Und du dein Leben weiterhin so genießen kannst und bleibst ein super, super Typ, wie du warst. Und ich wünsche dir natürlich dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft. Lieber Wolfi, jetzt ist es für dich auch so weit, dass die Bretter jetzt endlich in die Ecken stößt. Also ich weiß, dass das eine ganz gute Geschichte ist, dass du befreit aufgehen wirst, mehr Zeit für deine Familie haben wirst und für deine Freund und auch in gewisser Weise noch einmal zur Ruhe finden wirst und Skispringen nicht alles auf der Welt ist. Aber das war es eh. Wir kennen uns schon eine Ewigkeit, waren jahrelang zusammen im Zimmer. Das heißt, ich könnte da jetzt, wenn ich will, intimste Sachen von uns zwei ausplaudern. Das tue ich aber jetzt auch nicht. Da verschone ich dich auf alle Fälle. Aber es war eine wunderschöne Zeit, die wir uns zusammen verbunden haben. Ich muss Danke sagen auch für die Zeit, weil du einfach immer sehr viel Ruhe und Sicherheit für mich ausgestrahlt hast im Zimmer. Lieber Wolf, lieber Ex-Teamkollege, ich habe die Zeit mit dir im Team sehr, sehr genossen. Du warst immer so der Ruhepol, von dem ja, sehr, sehr viel Ruhe ausgegangen ist und habe deine Anwesenheit oder die Zeit mit dir, wie gesagt, sehr, sehr genossen und finde es schade, dass du jetzt aufgehört hast. Auch wenn du hier jetzt nicht mehr runtergesprungen bist von der Neuen, ich glaube, du kannst mit deiner Karriere absolut zufrieden sein und kannst, glaube ich, in Ruhe jetzt die freie Zeit genießen. War total schön mit dir. Wir haben leider nicht so viel Zeit miteinander verbracht, aber die Zeit, was wir miteinander gehabt haben, die war echt cool. Ich habe doch einiges von dir noch lernen können. Und ja, ich hoffe, ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute für die Zukunft. Ich weiß, irgendwas wirst finden, dass der Jahr nicht langweilig wird und bei uns vorbeischauen kannst sowieso auf alle Fälle, das weißt du und alles Gute. Servus Wuff, sehr traurige Nachricht, dass du gesagt hast, du beendest deine Karriere. Ich habe es geschafft, dass ich vor der Pension gehe. Du warst vor mir im Springer-Zirkus, ich werde nie vergessen, wie wir das erste Mal im World Cup zusammen im Zimmer gelegen sind. Du hast mir immer geholfen, ohne dich war meine Karriere nicht so verlaufen und ich hoffe, du genießt die Zeit jetzt mit deiner Familie und genießt die Zeit nach dem Skispringen. Die Karriere des Bad Mitterndorfer ist ein langer, steiniger Weg. Wolfgang Leutzl braucht viele Sprünge, sehr viele, genauer gesagt 222, um in der Saison 2008-2009 endlich seinen großen Karrieregipfel zu erreichen. Schon früh als großes Talent geadelt, wird er 1998 Juniorenweltmeister. Es folgen etliche Titel und Siege, die er aber nie alleine schafft. 2001 in Lahti zum ersten Mal, 2005 in Oberstdorf und 2007 in Sapporo wird er ebenfalls Team-Weltmeister. Bei der Tournee 2009 schafft er in Garmisch-Partenkirchen schließlich seinen ersten Weltcupsieg, etliche Jahre nach dem ersten Podestplatz 2001. Ich bin irgendwo in den berühmten Lauf reingekommen und das ist halt von selber gegangen. Und ja, ich kann es noch nicht ganz fassen, weil ich habe jahrelang gekämpft. Zwei weitere Siege folgen. Stilist Leutzl schafft in Bischofshofen den perfekten Sprung mit 5x20 und wird Tournee-Gesamtsieger. Ich habe irgendwo das Ziel gehabt für den Winter, mal ganz oben zu stehen bei einem Weltcup-Springen. Und jetzt ist mir das dreimal hintereinander geglückt. 2008, 2009 scheint die Saison des Steirers zu sein. In Zakopane gewinnt er zum vierten und letzten Mal in seiner Karriere. Alle vier Siege schafft er innerhalb von nur 16 Tagen. Bei der WM in Liberec krönt er sich anschließend noch zum Einzelweltmeister von der Normalschanze und wird zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt. Wahnsinn, das war mein Ziel, eine Medaille zu machen, jetzt bin ich Weltmeister. In der Folgesaison 2010 holt er mit einem grandiosen Sprung Teamgold bei Olympia in Vancouver. Dem Teamplayer ist während seiner Karriere, die durch Teamerfolge und die Saison 2009 geprägt ist, immer eines klar. Es hat noch nie wer Papa zu mir gesagt, von den Springerkollegen. Und ich glaube, wenn das dann passiert, dann wird es dann irgendwann wahrscheinlich dann Zeit aufzuhören.